Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt und das stelle ich euch mal vor als kleine Alternative. Denn wenn ihr mal einen Flug nach Frankfurt bekommt und nicht direkt dahin, wo ihr hin wollt, dann bleibt doch einfach mal noch 2 Tage. So ein Airport Hotel ist optimal, um vielleicht auch den Jetlag vorzubeugen, um auch vielleicht vorzubeugen, zu Hause in den Stress zu kommen. Und deswegen hier ein kleiner Reisetipp aus einem Airport Hotel. Und wir starten jetzt als allererstes wieder mit der Roomtour. Ja, bei dieser Roomtour merkt man schon, diese Suite ist richtig schön groß und geräumig. Großer Arbeitsplatz, was ich auch mega wichtig finde, gerade auch in einem Business-Hotel, was ja ein Airport-Hotel meistens auch ist. Schöner Wohnbereich, wo man auch mal sich zurücklehnen kann, vielleicht auch mal ein Bewerbungsgespräch, ein Meeting führen kann und so weiter und so fort. Natürlich die Garderobe, also das Ankleidezimmer ist riesig. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber was ich gebraucht habe, war natürlich ein schönes, großes und gemütliches Bett. Und das ist hier im Schlafzimmer natürlich gewesen. Die Fenster schalldicht. Ich habe nichts vom Flug mitbekommen und auch im Badezimmer ist wirklich eine Wohlfühlatmosphäre entstanden. Angenehmes Licht, großes Doppelwaschbecken, das WC separat und eine begehbare Dusche. Also mehr braucht es wirklich nicht. Ein Top-Suite und ich habe mich richtig schön wohlgefühlt. Wohlgefühlt habe ich mich auch am Frühstücksbuffet. Hier gab es wirklich alles. Klassische Frühstücksgerichte, eine sehr, sehr große Saftauswahl von frisch gepressten Säften. Und natürlich gab es auch richtig schön vieles gesunde Sachen, frisches Obst, ganz viel Müsli-Geschichten, schöne Toppings, man kann sich auch Gemüse, Sticks gab, also war wirklich alles vorhanden, was man sich vorstellte. Und was ich sehr, sehr toll fand, war auch die warme Abteilung, so das Herzhafte, zum Beispiel eine asiatische Suppe, dann gab es hier verschiedene gebratene Sachen, eine ganz große Eierstation für Omelettes und Spiegeleier, also alles da. Und wieder geht mein Aufenthalt zu Ende und deswegen hier mein Fazit für euch. Ich fand das Steigenberger Hotel der Hammer, erst recht auch diese Suite, muss ich zugeben. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Zimmer sind, aber diese Suite ist der Hammer. Oben noch ein Stockwerk höher, nämlich im 9. Stockwerk, befindet sich der Pool und der Spa-Bereich. Optimal zum Entspannen. Und ihr wisst ja, in einem Business Hotel ist ja nachmittags im Spa- und Wellnessbereich so gut wie nichts los. Also mega entspannt und gechillt. Mega großes Frühstücksbuffet. Alles da, was man will. Und der Service, auch das Team im Front Office, ist für alle Fragen und Wünsche da. Und ihr wisst ja, auch an einem Flughafen ist die ganze Infrastruktur da. Also hier auch gleich gegenüber ist dann Sixt, wo ich mir gleich mein Auto hole und damit jetzt nach Hause fahre. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal reinklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.